Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Bundesregierung verspricht uns schon länger viel Transparenz und Open Government, vor allem seit dem Beitritt zur Open Government Partnership, den ich im Übrigen begrüße, einem Erfahrungsaustausch zwischen Ländern zur Umsetzung auch des transparenten Staats. In der Realität haben wir aber zu wenig Transparenz. Wir haben ein Open Data Portal, ja, aber es gibt viel zu wenig maschinenlesbare Daten dort. Und wir haben kein Lobbyregister, immer noch nicht. Wir haben keinen legislativen Fußabdruck und können immer noch nicht erkennen, welche Paragraphen aus Gutachten von Lobbyisten Paragraphen in Gesetzen geworden sind. Das alles fordert die Linke schon länger. Die GroKo lehnt ab und verspricht gleichzeitig mehr Transparenz. Das ist ein wenig lächerlich. Die gleiche GroKo strengt eine Urheberrechtsklage gegen den MDR an, wegen der Veröffentlichung eines Glyphosat-Gutachtens des Bundesinstituts für Risikobewertung. Fragt den Staat, eine spendenfinanzierte zivilgesellschaftliche Plattform für Informationsfreiheit hat das gleiche Gutachten über eine Informationsfreiheitsanfrage angefordert, erhalten, ins Netz gestellt und wurde ebenfalls wegen Urheberrechtsverletzung abgemahnt. Anschließend haben 40.000 Menschen über so eine Anfrage sich das Gutachten besorgt. Die Klage wurde im einstweiligen Verfahren im Juli 2019 vom Landgericht Köln entschieden. Das Gutachten steht also wieder im Netz. Die Linke drückt, fragt den Staat auch im Hauptverfahren die Daumen und fordert von der Bundesregierung endlich Schluss mit dem Missbrauch des Urheberrechts, Schluss mit dem Zensurheberrecht. Gerade bei Umwelt und Gesundheit braucht es maximale Transparenz. Da fehlt sie aber besonders oft. Das sehen wir im Fall Glyphosat, wir sehen es aber auch im Dieselskandal. Seit 2017 lag dem Verkehrsministerium ein Gutachten vor, nachdem die Abschalteeinrichtungen bei Audis illegal sind. 2017, das Datum ist brisant, weil zu diesem Zeitpunkt die Bundesregierung einfach nichts getan hat. Sie stand nicht an der Seite der BürgerInnen, sie stellte sich dar als größte Lobby der Autoindustrie, selbst wenn diese Gesetze brach, indem sie Betroffenen diese Daten vorenthält. Auch hier hat Frag den Staat eine Klage angestrengt gegen das Kraftfahrbundesamt. Die Deutsche Umwelthilfe hat geklagt gegen das Verkehrsministerium. In diesem Fall, weil offizielle Messprotokolle, anders als in anderen Ländern üblich, nicht öffentlich gemacht worden sind. Die Bundesregierung agiert ganz offensichtlich nach dem Motto, so wenig Transparenz wie möglich. Und das zum Nachteil Betroffener, selbst bei rechtskräftigen Urteilen. Der beste Staat ist aber ein gläserner Staat, in dem es keine Klagen braucht, um Informationsansprüche durchzusetzen. An den Beispielen sehen wir, dass wir weit entfernt sind vom Ideal. Das Open-Data-Gesetz, es ist ungenügend. Es muss ausgeweitet und präzisiert werden. Wir brauchen ein Transparenzgesetz. Heute übrigens fand in Berlin am Nachmittag der Tag der Demokratie statt. Es war für mich ein großes Vergnügen, dabei zu sein und die 22 Forderungen, die der Bürgerrat dort präsentiert hat, mir anzuhören. Vom Bürgerrat, von den Teilnehmern des Bürgerrates, haben über 97% die Einrichtung eines Lobbyregisters gefordert. Das wollen Bürger haben und es muss endlich kommen. Gesetze reichen aber nicht. Wir brauchen auch einen Kulturwandel. Ein Kulturwandel, nach dem Transparenz ein selbstverständlicher Wert in Ämtern und Ministerien ist. Das passiert nicht von selbst. Es passiert auch nicht über Nacht. Das braucht Entschlossenheit, es braucht Zeit, es braucht Ressourcen und es braucht vor allem Vorbilder. Ein Vorbild ist Minister Andi Scheuer zum Beispiel nicht. Vorbildlich ist bisher die Zivilgesellschaft, die sehr aktiv ist. Und aus diesem Grunde möchte ich explizit Frag den Staat besonders danken. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen nicht zum Strafgesetzbuch verloren haben. Paragraph 219a muss weg, immer noch. Danke. Den Beitrag des Kollegen